Moin und herzlich willkommen wieder bei Strategie Command War New Frieden im Westen Szenario. Und das Problem ist ein bisschen, ja, die jetzt schon wirtschaftliche Überlegenheit der Alliierten, die ja im Laufe der Zeit eher noch zunehmend wird. Und ja, ob es einen zerdrückt, daran gute Frage. Um das ein bisschen auszugleichen, bräuchte man das Öl. Wenn man an Baku jetzt irgendwie Hand käme, das wäre sehr wertvoll, aber mit Schiffen, also Landung, man müsste ja vorher mindestens mal das Kaspische Meer erreichen oder ein strategischer Bomber, das ist auch finanziell alles nicht so recht drin. Ich denke, die mobilen Einheiten sollen einfach versuchen, sich da durchzufräsen und dann mal zu schauen, ob sie es schaffen oder nicht schaffen. Aber fangen wir erstmal bei den Finnen an. Also der kriegt wieder ein bisschen Versorgung von da unten. Das heißt, eigentlich müsste man das abschneiden. Dafür muss die Garnison wahrscheinlich kurzzeitig selber in Gebiete, wo sie nicht versorgt ist. Aber Hauptsache, der Weg hier ist blockiert. Und dann denke ich auf die Bahn und demnächst woanders hin. Vielleicht ja hier oben hin. Irgendwer muss ja auch mal Murmansk runter belagern. Der irgendwann demnächst den Ort da oben holt. So war das jetzt nicht geplant. Hat er da auch schon keine Versorgung mehr? Gut, müsste demnächst auch weg. Jeder kämpft hier ohne Versorgung. Na gut, weiter im Süden sieht das sehr viel entspannter aus. Also du musst erstmal geheilt und alles werden und 6 Versorgung. Du musst noch dein 0-0 machen. Und dann muss man hier eher ein bisschen durchrücken, damit die Armee auch wieder rankommt. Wobei, damit die Armee wirklich volle Kraft draufhauen kann, sollte die vielleicht hier hin, weil es da bessere Versorgung gibt. Dann... Der bräuchte natürlich auch... Endlich mal seine Elite-Sternchen. Guck du mal da durch. Oh ja, du kommst da runter. Also wo sollte die Armee? Der muss ganz raus, um geheilt zu werden. Okay, dann geht das Chor dahin, wo das andere Chor ist. Dann müsstet ihr euch durchtauschen. Na, dann dauert das vielleicht alles einen kleinen Moment. Oder die Armee wird auch einmal hier zwischen geparkt. Da hinten nicht hin. Oder man lässt das Feld einmal auf. Ich glaube kaum, dass die da vorrücken. Oh, dann kriegt ihr das Chor sogar klein. Das ist gut. Kannst du eigentlich sogar gleich noch dahin? Ich meine, wir ihn da noch hinstellen. Ja, ein Versorgung mehr. Und ja, ein Feld näher dran. Also dann sind die schon an der Stadt, ja, direkt nördlich von Leningrad. Machen auch mal so langsam Fortschritt. So, hier müssten eigentlich gleich mindestens der Panzergrenadier weg. Also nach Süden. Und ein bisschen umplatzieren. Aber hier drüben ist es ein bisschen chaotisch und da sollte dieser Panzer jetzt aushelfen. Der ist ja auf 0 Versorgung, also das sollte für den kein Problem sein, den rauszuholen. Und dann könnt ihr hier den Ort wieder einnehmen. Und tendenziell eher leicht zurückkommen irgendwohin, wo es Versorgung gibt. Drüben... Teilen wir mal und hoffen, dass das jetzt erstmal wieder so ein bisschen standhält. Und bei euch die Frage, wie weit geht's denn mit der Bahn? Bis dahin. Dann... Frage, komm her. Und der Panzer sollte lieber auch per Bahn fahren. Kurz am Sperring, damit... das Bahnfeld kriegst und dann kriegt der anderen Feld in der Nähe und dann bleibt ihr hier oben jetzt erstmal einfach nur defensiv, damit die da unten noch irgendwie eine Chance haben, an das Öl ranzukommen. 5 zu 1 wird wohl in Ordnung sein. 6 zu 1 auch gut. Und, würde ich sagen, kannst nach hinten fahren, aber vorher dann ja noch ein bisschen austeilen. Ihr haltet da eure Position. Hillary könnt natürlich auch da
da irgendwie defensiv helfen. Aber sonst komm auch mit, wenn du da demnächst schon irgendwie in Feuerposition kommst, passt das ja. Dann geh erstmal dahin. Okay, und ihr verteidigt das da drüben irgendwie. Braucht ihr noch jemanden, der da reingeht? Ehe der Ort fällt, und da könnte man sonst hier einen Chor nehmen. Die Italiener haben zwar auch Upgrade. Oder fertig. Den schalten schon mal raus und den rein, wenn der da rein hoppt. Oder er hoppst einfach da rein, dann können die hier einfach hier bleiben. Und du hoppst da rein. Der Ort nicht fällt. Ja gut, bei euch ist sonst nicht viel zu tun, außer zu hoffen, dass ihr das irgendwie aushaltet. Sagen dürft ihr gerne, aber nicht bewegen. Sind ja schön verschanzt. Du hast theoretisch auch deine Verschanzung, aber ich frage mich ja doch, ob man dem Harpuni vielleicht wenigstens einen Schaden zufügen kann. Nicht so richtig. Oder sonst geh vielleicht mal in den Wald zurück. Solltest du ja eine Viererversorgung haben und etwas mehr. Und zu euch geht es auch allen noch halbwegs. Ja, also die entscheidende Frage, wie man hier weiter. Also ihr könnt bei den Panzer, die schon da sind, einfach hier, denke ich, volle Kraft austeilen. Auf alles, was feindlich aussieht. Müsste dann eigentlich auch vorfahren und da kann ein Panzer nachrücken und das Feld nehmen. Und du, ja, mach die Stoßarmee weg. Vorfahren ist dann aber auch die Frage. Wie das von der Versorgung her gehen soll. Und da die Fragen nach der Endplatzierung der Hauptquartiere und hier und da einige andere Einheiten. Also ihr macht den weg, das könnte zwar der Panzer auch locker, aber der geht nun mal nach vorne. Und das, okay, der könnte auch keine Bahn nehmen oder sowas. Dann fahr einfach nur mal darunter. Ja, und einer von euch nimmt den Ort hier. Auch nicht okay, du landest vielleicht in dem Ort, das wäre jetzt die Frage. Und das Haku halt auch einfach da reinstellen. Hätte er auch erstmal von da eine 8. Du erstmal diesen Ort. Du fährst bis da an. So, wenn dann noch irgendwer mal eben dahin geht, dass ihr den blockiert haltet und den Ort fertig belagert. Du sollst eben da rein, dass ihr den Ort noch unterbelagern könnt, dass hier an der Seite Ruhe ist. Dann sollte jemand nach Rostov rein, weil der tickt dann noch auf 6 rauf und dann kann der sogar eine 10 machen. Frage ist wer. Du gehst mal da zurück. Die Spezialeinheit ist unterversorgt. Frag dich, ob ihr wirklich genügend Angreifer zusammenkratzen, weil denen hier häufig Upgrades fehlen und alles. Da müsste eigentlich auch eher dringend geheilt werden. Weil, das ist auch nicht übermäßig. Mal eher zurück, dass der vielleicht demnächst per Bahn auch noch wohin kann. Stell dich mal da an und fahr Kontrollzonen hier, die ganzen Flussübergänge und so. Sollte das erstmal halten, ihr kümmert euch darum. Noch ein deutsches Chor, aber du kannst ja auch aufpassen, einfach falls von da stärker Gegner kommen. Du kriegst hier schon mal Waffen. Den Finanzen ist auch noch so ein Thema. Na gut, dann ist hier schon mal eine größere Panzertruppe. Die Panzergrenadiere. Die müssen mal gucken, wie weit die sich da noch durchwühlen können. Italienern, genau, die hatten die Waffen fertig, aber auch diese Armee war entkommen. Und die würde ich gerne fit machen, ehe die irgendjemand jetzt noch abschießt. Dann könnt ihr hier noch Waffen 2 schon mal ausgeben. Heute müssen wir diese Linie noch halten.
Und das Akku muss mal Platz für den Pio machen, der dann auch endlich weiterarbeiten darf. 300 Punkte. Wir müssen natürlich diesen weiterentwickelten Panzer kaufen, aber wie auch in den Kommentaren richtig hingewiesen wurde, gibt es ja auch noch die verbündeten Panzer. Januar da. Wird viel zu teuer. Na gut, ich meine, dann kommt der im Januar, dann kriegt er seine Upgrades, dann wird dann die Front verlegt. Dann passt das eigentlich schon. Sonst nehmen wir einen einfach schon mal mit. Und dann noch 47 Punkte. Nebenbei eine Garnison. Ja, stelle ich da irgendwo hin. Zwei U-Boote sind jetzt nicht so relevant. Und eine italienische Garnison. Sogar noch einer auf Vorrat. Wie war das? Hat hier noch irgendwo Probleme? Okay, einer kann. Ja, du kannst hier zum Beispiel zum Öl gehen. Und das demnächst bewachen. Hier noch alles, alle ungarischen Einheiten drin. Ja gut, gefühlt müsste das Akku hier auch demnächst mal nachziehen, um die noch kommandieren zu können. Oder sonst geht halt das ungarische Akku demnächst nach Rostov rein und der zieht südlicher. Ja gut, ihr könnt euch hier natürlich noch theoretisch bewegen. Geht eine Armee. Naja, mach dich mal sprungbereit, vielleicht ergibt sich was. Und auch Fadi ist gerade in der Belagerung drin und oder demnächst in der Belagerung drin und der kann per Bahn nachrücken. Wir stehen da weiter rum. Das sollte dann soweit passen, denke ich. 47. Und gerade, ach. Ich hätte fast gedacht, dass eine Marke fehlt und man sich die jetzt um 3 MPP nicht mehr leisten kann. Aber gut, da ist alles in Ordnung. Ich versuche da weiterzuhalten. Ja, man kann auch so ein bisschen Kleinkram machen. Ja, du kriegst noch deinen Elite-Stern. Deswegen halte da einfach durch. Also gut, ich würde sagen, wir können den Zug beenden. Habe ich doch noch das U-Boot rausgeschossen. Schießen noch immer den, der von der Flak gedeckt ist. Vielleicht hätte man das Flugzeug noch wegstellen sollen. Aber jetzt kann man zumindest reduziert zurückkaufen. Wenn es irgendwann ganz viele Upgrades gibt, könnte sich das lohnen. Ja, fahrt da ruhig weg. Wir wollen Tripolis jetzt gar nicht einnehmen.
Irgendwelche Schiffe? Ja, ist nicht so relevant. Eine Garnison und eine Kavallerie. So, hier oben hat echt niemand Versorgung. Du musst mal nördlich lauten und den Ort noch mitnehmen. Ja, und du hast keine Versorgung, aber dann wirst du am Ende noch von der Garnison platt gemacht, wenn das schief läuft. So viel Stress kann das Chor doch auch nicht mehr machen. Ja. Geh mal auf Nummer sicher und zieh dich ja auch etwas in versorgtes Gebiet zurück. Und du kannst mal nach Norden. Da könnt ihr beide zusammen versuchen, Murmansk nieder zu belagern auf Dauer. Weil also die Versorgung reicht doch. Okay, neue Planänderung. Ich hätte es mir noch nicht ganz genau angeguckt, aber man hat nur ein Feld mit Versorgung. Das müsste man eines Tages machen mit Hauptquartier, damit das wirklich funktioniert. Oder sobald die Eisenbahnverbindung steht, also wenn Leningrad erobert ist. Sonst kann die Garnison noch erstmal nachgucken, was da denn jetzt los war. Und da kannst du auch auf Dauer zu Fuß hin. Dann, und es ist wohl auch nicht schlecht, diesen Ort hier zu decken. Plötzlich einfach irgendein Tor auftaucht. Du passt da auf und ihr auf weiter. Also du kriegst ja auch schon mal ein Sternchen. Der steht ja auch da, um eins zu kriegen. Und du machst ein solides 5:0 auf diese Armee, würde ich sagen. Versorgung her. Ich würde auch gerne, dass der andere auch nochmal zuhauen kann. Dann macht die Armee einfach fertig, aber es gibt dann halt keinen mehr, der dann noch in die Stadt käme. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass das schon klappen würde, den Ort leer zu räumen. Hätte auch einer von den anderen noch laufen aber gut. Immerhin, ihr macht hier vorne schon mal ganz gut Stress. Ich bin gerade selbst verwundert, wie sauber das durchgelaufen ist. Also, vielleicht können die Finnen auch irgendwann aus eigener Kraft Leningrad erobern. Hängen hier noch zwei Armeen fest. Wir haben jetzt aber wieder so ein bisschen Versorgung, die hier durchläuft. Deswegen man doch mal gucken kann, ob man die nicht kesseln kann. Frage ist, ob... Na, der Panzer hat eh keine Versorgung. Wäre sonst die Frage, was mit dem macht. Das Chor hat hier gut standgehalten. Auch 2 Sterne voll. Die Armee, also die bleiben natürlich stehen. Ihre Verschanzungswerte zu halten. Panzer könnte noch raus. Und du... Tendenziell würde ich eher sagen, du fährst hier in Richtung Hauptquartier zurück und hoffst irgendwie, dass die Chor schon den Kessel halten können. Weil wir bräuchten eigentlich das Feld noch. Du gehst dahin zurück, weil da wäre er nicht versorgt, da wäre, glaube ich, das Feld noch vonnöten. Mal sehen, ob das hält. Du gehst dahin zurück und wirst dann geheilt oder verlegt oder was auch immer. Auch bei dem bin ich mir noch nicht ganz sicher. Hier ist es relativ ruhig geblieben, gab glaube ich einen Luftangriff oder so. Ja, dann das Entscheidende, also hier unten. Und die Frage, sind all die wichtigen Einheiten kommandiert? Hier, ich meine, der wäre auch noch wichtig. Geh mal darunter. Mindestens den und du läufst da rein. Ja, und dann teilt hier weiter aus. Jetzt sei dann schwere Panzer auch aufgetaucht. Dann wird man wohl nur mit gewissen Verlusten loswerden können. Und die, die im Gebirge stehen, sind natürlich auch nochmal etwas schwerer zu kriegen. Und der bräuchte eigentlich noch seine Upgrades. Endlich mal. Bräuchtest ein bisschen Heilung und ja, Stress gibt es also wieder genügend. Ich eine spannende Frage, ob man den Ort da nicht vielleicht einnehmen kann.
Wir kriegen nicht so recht Angreifer hin. Danach auch wieder ein bisschen weggeben, um anderen Platz zu lassen, beziehungsweise da ja auch durchaus schöne Angriffe drin. Hier und da. Oder wir kümmern uns um den Ort später und erstmal hier ein bisschen. Also, wobei du musst eh noch setzen, um den Panzer zu vernichten und kannst dann auch da mal gucken, wenn du so viel Werte hättest. Mal zu null, der ist nicht verschanzt, nicht gut in Form, nichts. Würde ich wirklich überlegen, den Ort einzunehmen, nebenbei die von der Bahn abzutrennen. Die auf all ihren Gebirgsfeldern kriegen dann gewisse Versorgungsprobleme. Was schon mal ganz gut wäre. Natürlich, das 5-0 hier ist wirklich sehr schön. Ja, 2-0. Ja, du würdest... Ja, aber ich... Weil du kämst noch zur Not auch in den Ort rein. Autsch. Gut, wir haben natürlich auch noch den falschen Mega, der zur Not reinspringen kann. Auch wenn der das wahrscheinlich nicht übermäßig lange überleben würde. Mal zurück. Bist du noch da rein und auch noch ein bisschen austeilen? Kannst du zum Beispiel den dann noch platt? Ein Kommentar. Könntest hier ein bisschen. Gut, die gegnerischen. Wie viele Panzer sind das eigentlich? Die müssten schon weg. Andererseits, jetzt wäre auch gerade mal ein sehr schöner Moment, ein Jagdflugzeug zu erwischen. Aber diese Panzer starten am Ende noch Gegenangriffe, wenn die zu fit sind. Mach du den weg. So, dann muss jemand das Feld einnehmen, ehe das Korps sich da hinstellt. Da außenrum kommt er nicht wegen Gelände und allem. Und da oben hin stand irgendwo eine Armee. Wäre also wohl nicht schlecht, sich da auch noch jemand drum kümmern würde, das abzudecken. Ja, und unser Haku auf den Hügel zu stellen und Doppelhaku wird keinen großen Unterschied machen. Das Feld oder so. Wir hatten nicht schlecht für das Hauptkorps hier, aber das ist zu bedroht. Oder wenn man das oben rumlaufen lässt. Ich meine, hier ist ja viel offene Ebene und da eine Straße. Wie ich dahin stellen würde, sieht ein bisschen abenteuerlich aus. Ist auch die Frage nebenbei, klappt das mit dem Doppelakku? 7, 6, 5, 4, 3, 2... Wenn du dich da hinstellst. Ich aber nur inständig, dass ich mich nicht verzählt habe. Hast du deine 8, dann geht's der Panzerspitze gut. Dann natürlich noch ein paar weitere Anpassungen. Da oben ist ja irgendwo eine Armee. Jetzt würde ich vielleicht ein wenig darum kümmern. Okay, sieht ruhig aus. Dann deckt das ein bisschen ab, dass von da keiner zu sehr an Saku ran kann. Artillerie. Dann eh nichts dran, dann kannst du dem auch nächstes Mal noch eine volle Breitseite verpassen. Das Gebirge ein bisschen anmalen. Oh. Ja, was mit dem Geld? Weil ich glaube aber, du fährst erstmal vor, du könntest nämlich noch das Feld vom Haku erstmal absichern. Oh, der sollte... Wo waren die Partisanen? Du sicherst das ab. Das funktioniert und die Panzer kommen langsam vorwärts. So, ihr belagert den runter. Da ein bisschen, ihr belagert den.
Naja, mit den 0-0s ein bisschen Verschanzung unternehmen, wenn es klappt. Einfach mal auf Verdacht einkesseln. Ich bin mal gespannt, ob es eine Reaktion gibt, aber gleichzeitig bitte noch Bergwerk und Umgebung bewachen. Gut, und ihr bräuchtet Waffen und Heilung und alles. Das ist jetzt die Frage. Also wir haben natürlich noch den anderen verbündeten Panzer, den der Ungarn. Darf mal herkommen. Mit der Forschung muss das endlich mal weitergehen. Und dann kurzer Sprung hier drüben hin, ist natürlich die zu heilen wahnsinnig relevant. Aber es sind noch ein paar Pünktchen über. Dann könnt ihr hier auch endlich mal noch ein paar Sachen bekommen. Du kriegst deine Waffen. Dann ist rechnerisch auch nicht mehr für den Fall übrig. Ich meine, wenn sich hier sowas mal wieder ergibt, du kannst dich auch da sprungbereit machen oder halt vielleicht nach Süden rennen. Und da helfen. Hoffen, dass das ungefähr so hält, wie man sich das denkt. Dann natürlich den Fall hier auf den Kurzeinsatz schicken, um den schweren Panzer auszuschalten. Ich weiß nicht, ob sich das wirklich lohnt. Deswegen, der bleibt erstmal da stehen. Gut, hierum soweit alles in Ordnung. Dann bei den Italienern. Eigentlich Zeit, dass sie die Upgrades in der Armee verteilen. Forschung läuft halbwegs. Ich zum Beispiel auch noch ein neues Korps kaufen. Wenn es in der Forschung schon halbwegs läuft, bringt die Armee mal ja noch relativ stabil aus. Hier habe ich eher Befürchtung, dass mal einer durchkommt und es ist eh ein italienisches Haku schon vor Ort. Die mal zur Unterstützung dahin. Dann haben die auch kein Geld mehr, die Deutschen haben auch kein Geld mehr. Noch eine Garnison. Stand hier jetzt schon einer. Beispielsweise da, wo die Flugzeuge sind. Das Feld dazwischen. Wer weiß, dann könnten die vielleicht eines Tages sogar wieder fliegen. Kavallerie, naja, du kannst auch erstmal damit ran. Gut, dann wir, denke ich, den Zug beenden. Ja, 4%, war ja klar. Nämlich auf 89% bei Jugoslawien. Also einen Erfolg noch entfernt. Das Schlachtschiff rückt aus und wird dann demnächst versenkt. Luftabwehr ist nur dekorativ. Okay, hier hat es jetzt aber ein bisschen raufgehauen. Aber gerade hat gegen den strategischen Bomber. Autsch! Dass der direkt das Hauptquartier angreift. Gegen die Regeln. Macht die KI zumindest nicht ganz so häufig. Sonst.
Ist auch der eine Panzer da oben geblieben? Ach, aber gut. Wie wär's mal, haben die halt den für den Moment. Es ist halt bei weitem nicht so viel Geld da, wie man gerne hätte. Schön, dass sich auch niemand um die Armeen gekümmert hat. Oder um die Armee. Ja, und dann war da doch ein Feld zwischen. Naja, theoretisch Arbeit für die Panzer, das schnell wieder in Ordnung zu bringen. Und man sieht schon Schlamm. Ein deutsches Korps, immerhin, aber ja, das ist alles hier ziemlich zugeschlammt. Das heißt, einfach alles, was man vor der Nase hat, kaputt schlagen. Nach Möglichkeit die Stadt so freiräumen, dass sie nicht mehr vorbei. Gibt wirklich keine Belagerung mehr. Na gut, aber die Lage hier unten ist ja schon ganz nett. Die sind wahrscheinlich alle unterversorgt hier schon um den Ort drumherum. Und damit ist der Weg nach Groschny schon mal ein gutes Stück freier. Wobei bis Baku ist es natürlich noch ein Stück. Aber ja, ich finde, es sieht doch eigentlich doch noch ganz gut aus. Und hier oben die Finnen. Gut, wenn jetzt alles voller Schlamm ist, ist die Frage, ob man nochmal genügend Angriffe kriegt, da den zu plätten. Aber die kommen hier ja auch ganz gut vorwärts. Eine Hoffnung wäre jetzt wirklich, dass die aus eigener Kraft eines Tages Leningrad erreichen. Und wir können natürlich noch das Schiff, denke ich, versenken. Ist hier eine nationale Moral und so. Die verbündeten Panzer sind gekauft, auch wenn sie keine Upgrades haben. Also ich denke, es sieht doch im Moment ganz ordentlich aus. Und würde dann auch an dieser Stelle erstmal wieder sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Bis dann.